jetzt erstmal das Gefühl natürlich toll, gerade nachdem man 0-1 hinten lag durch dieses blöde Eigentor, wobei in den Städten deshalb natürlich wirklich überragend gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Wir kommen gar nicht ins Spiel, wir haben sehr viele Fehlpässe, wir waren nicht richtig dicht beim Mann. Das war natürlich schon unglücklich. Wir haben zweite Halbzeit uns dann vorgenommen, weil wir Nienstein noch kannten und ich habe Nienstein schon öfter gesehen, dass sie in der zweiten Halbzeit immer sehr, sehr abbauen. Das haben sie auch diesmal gemacht und ja, meine Jungs waren dann richtig heiß. Natürlich kommt dann diese Einwechslung von Larry, der dann vorne nachhockert und dann auch noch das zum Elfmeter schafft. Und dann, ja, und dann hat sich das nachher verselbstständigt. Dann machen wir es 3-1. Mit Chance machen wir noch ein paar Dinge mehr nachher, wenn wir in den Abseits nicht stehen. Aber 3-1 ist schon gut. Wobei den Städten, wie gesagt, erste Halbzeit sehr gut gespielt hat. Ja, der Knackpunkt haben wir auch überlegt, drüber gerade in der Kabine. Ein bisschen eine Kopfgeschichte, dass wir nicht bereit sind, bis zum Ende Vollgas zu geben, unsere Aufgaben zu erfüllen. Dann auch nicht die personellen Möglichkeiten mehr auf der Bank hatten, um nochmal Impulse von außen zu setzen, um gerade diesen Knackpunkt im Spiel für uns zu entscheiden. Und dann machen wir ein, zwei Fehler. Es steht schnell 1-1, es steht schnell 2-1. Machen dann weiter auf, stellen auf Dreierkette um und kassieren das 3-1 plus ein paar Platzverweise und dann war das halt gelaufen. Aber der Knackpunkt war wirklich die 60. Minute ungefähr, wo wir dann nicht mehr den Schalter umlegen konnten, um das Tempo mitzugehen. Auf jeden Fall sehr gut, weil wir über den Kampf ins Spiel gekommen sind. Erste Halbzeit war nicht stark, Anfang zweite Hälfte kamen wir langsam rein ins Spiel und ja, das war eigentlich nur ein spielüberwachtes Kampf und den haben wir gewonnen. Ja, der Knackpunkt war quasi eine Spielunterbrechung, wo wir dann irgendwie die Aufmerksamkeit verloren haben, dann quasi mental abgeschaltet haben und dann kam ein Ball durch die Mitte und da kam halt das Gegentor und das bricht uns meistens das Genick. Also zumindest in dieser Saison haben wir schon viele Spieler halt irgendwie so in der 60., 70. Minute irgendwie dann aus der Hand gegeben und war von daher halt auch ein klassisches SCN-Spiel an sich.